Im historischen Dorf Territorio Zwicka war in dieser Woche innerhalb weniger Stunden ein großer Baufortschritt zu erkennen. Nach langen Vorbereitungsarbeiten wurden die Stützpfeiler des Haupthauses in die Erde gebracht. Wo noch am Mittwoch reine Wiese war, konnte man schon einen Tag später die Form des späteren Gebäudes erkennen. Es war ein weiterer Meilenstein im historischen Dorf. Mit einem Mal hatte sich die Ansicht des Geländes grundlegend verändert. Und das in Rekordzeit. Ja, man mag das gar nicht glauben. Wir haben tatsächlich gestern Vormittag damit begonnen. Zugegebenermaßen, die Löcher waren da. Aber die großen Stämme lagen noch auf ihrem Aufrissplatz. Dank der Hilfe der Zimmerei Picard haben wir die dann errichtet. Mit einem super guten, 10-Mann starken Trupp, der hier wirklich Hand in Hand gegriffen hat, wie das sein soll. Und haben die gestern im Laufe des Vormittags und Nachmittags errichtet, sodass das Ergebnis, was jetzt hinter mir zu sehen ist, gestern Abend so fertig war. Auch wenn ansonsten das historische Handwerk im Mittelpunkt des Projektes steht. Ohne die Hilfe eines Baggers wäre es für die Kinder und Jugendlichen nicht möglich gewesen, die Stämme in die Erde zu bringen. Die schwersten bringen immerhin mehr als eine halbe Tonne auf die Waage. Ihre Kraft und Energie können die Projektbeteiligten nun in viele andere Arbeiten stecken. Klar, ist auch noch was zu tun. Also wir stehen ja kurz vor einem großen Fest wieder, was wir hier machen wollen. Da müssen wir ein bisschen was fertig haben bis zu dem Zeitpunkt am 23. September, sodass wir jetzt mit der Torturmanlage erstmal in eine ähnliche Form kommen, wie wir das hier hinter uns mit dem Haupthaus haben. Wir stellen also die Ständersäulen, sodass die Erdarbeiten erstmal abgeschlossen sind. Im nächsten Schritt würden dann diese Ständersäulen, die man hinter mir sieht, mit Rahmenhölzern verbunden werden und dann würde es auch schon in die Dachkonstruktion gehen. Wer die Ständerkonstruktion im Erdreich betrachtet, wird bemerken, dass das Holz verbrannt ist. Daran erkennt man, dass die Gebäude wirklich so gebaut werden, wie es vor 9 Jahrhunderten getan wurde. Tja, schwarze Füße hat er gekriegt. Das ist ein Holzschutz, ein historischer Holzschutz. Keine Möglichkeit der chemikalischen Behandlung, natürlich. Im 12. Jahrhundert. Und auch heute holt man Stämme noch an, um zu verhindern, dass sie dem Verfall, dem Fraß, dem Pilzbefall zum Opfer fallen. Das muss man insbesondere bei Weichhölzern machen. Wir haben hier ausschließlich Harthölzer verwendet, Eiche und Lärche. Und es gibt auch Stämme ohne schwarze Füße, die haben wir nicht vergessen. Das ist die Robinie, ein Holz, was von Natur aus so hart ist, dass es keine Ankohlung braucht. Damit ein solch großer Baufortschritt überhaupt erst möglich wurde, war Unterstützung nötig, über die sich die Projektbeteiligten natürlich sehr gefreut haben. Genau, also wir haben das Projekt ja schon seit über 2 Jahren mit Jugendlichen begonnen und das, was wir auch so aus eigener Kraft haben schaffen können mit ganz, ganz vielen Kindern und Jugendlichen, das haben wir gemacht. Jetzt merken wir aber, dass für die großen Geschichten, die wir hier am Haupthaus bauen und an den Tortüren, einfach so Kraft und die Zeit fehlt. Insofern haben wir eine Menge Unterstützung bekommen vom Garten- und Friedhofsamt, letzten Endes von der Stadt Zwickau, die ihr Versprechen wahrgemacht hat, immer dann, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, um den Bauprogress voranzubringen, einzuspringen. Insofern, es gab eine Ausschreibung, wir haben eine Firma da, die hat dort gewonnen, Firma Picard. Und mit der Firma und ganz vielen Kindern und Jugendlichen bringen wir das Weiterarbeiten jetzt gut voran im Dorf. Am 23. September ist der nächste große Termin für das historische Dorf. An diesem Tag legen die Helfer die Werkzeuge einfach mal aus der Hand und genießen die Früchte ihrer bisherigen Arbeit. Das ist das Herbstbaumeln, 2017 nun schon. Wir haben es letztes Jahr schon einmal in Angriff genommen. Dort wollen wir eigentlich einmal Luft holen, für uns selber, wollen ein bisschen eine Pause machen, aber auch mit allen Freunden und Partnern, die das Dorf so begleiten, mal einen kleinen Ausblick geben auf das, was vielleicht mit der Fertigstellung 2018 mal möglich sein wird. Das heißt, man wird hier vor allem mitmachen können, mitmachen bei handwerklichen Aktionen, mitmachen können bei Ponyreiten, bei Verkaufsständen, aber auch kleine Basteleien. Wir haben ein großes Heerlager da, wo man einerseits zuschauen kann, mitmachen kann. Wir haben den Clan McGregor da, aus Crossen bekannt. Highland Games sind jetzt auch bald dran. Die sind auch bei uns, machen Baumstammwerfen. Ja, können wir gut brauchen. Brauchen wir keinen Bagger mehr. Die werfen uns die Baumstämme in die Löcher. Und viele, viele andere, die
ja, ihre Sachen mitbringen, zeigen, was sie können und Leute daran teilhaben lassen. Doch bis auf das Herbstbaumeln ist bei weitem kein Ausruhen angesagt. Das Jahr 2018 rückt mit großen Schritten näher und da ist bekanntlich die 900-Jahr-Feier der Stadt. Und da ist das historische Dorf natürlich mit dabei. In Mai 2018 beginnt die Festwoche, auch bei uns hier im Dorf. Wir haben dann ein Projekt uns ausgedacht, das nennt sich Feuerzauber, wo wir Zwickauer auch einladen. Dann sind wir schon recht weit hier und wollen mit den Mitteln des Feuers ein wenig das Dorf beleuchten, aber auch auf Spurensuche gehen, wie wurde gebaut, auch mal ausprobieren lassen, aber auch zeigen. Das ist das, womit wir 2018 die Festwoche beginnen. Und dann ist es für uns auch ganz wichtig, in diesem Jahr 2018 Menschen hier Geschichte begreifen zu lassen. Das heißt, man kann auch 2018 insbesondere herkommen und kann sich weiterbilden, kann ausprobieren, wie ging Lehmbau, wie geht Fachwerk. Sich an solchen Dingen und den letzten Arbeitsschritten hier im Dorf zu beteiligen, sodass wir dann zum Herbstbaum in 2018 die dritte Auflage mit einer Besonderheit starten können. Dann wird das ein zweitägiges Festival werden, zu dem man dann auch das Dorf der Öffentlichkeit übergeben wird. Wer mitmachen will, ist im historischen Dorf jederzeit willkommen. Die notwendigen handwerklichen Fähigkeiten bekommt man von Fachleuten beigebracht. Einen besseren Werkunterricht als hier an der frischen Luft zusammen mit einer coolen Truppe kann man sich wirklich nicht vorstellen.